kann den anderen rufen, daran scheitert es nicht. Scheitern dann mehr am Zaun bringen. Runde muss ich noch überlegen. Ich will mal aufladen. Jetzt schon mal nicht umbringen.
Geh dann schön in den Hundes. You are reading this, you will find my dead body covered in blood, with my head blown to bits. I know you might think I'm not, or wasn't, normal. I was crippled, stuck in a wheelchair, and that's why I had to die. I was broken, defect, full of emotional problems. My mind was stuck in a never-ending loop of anxiety, depression, and despair. A roller coaster with no end, and I wanted out so bad! This book writing tip was fucking bullshit. It only made me realize how truly fucked my life was. Ironic how that one person who was actually paid to help me only made it worse. Gave me that one last push, which was needed for me to end myself. And now he's dead. It's almost poetic. The only person who tried to help me was my only friend, Sophie. Please, tell her I'm sorry. I wish her all the best. Please don't show her this mess. This is my conclusion. This is my end. Farewell, everyone. Okay, wir sind wirklich draufgegangen. Ja, wir haben ja Entscheidungen gehabt. Und offensichtlich haben wir die Entscheidungen versemmelt. Tja. Hat es euch Spaß gemacht, wäre die falsche Formulierung. In dem Fall nehmen wir eher, ich hoffe, ihr habt es in den Situationen mitführen können. Ja, und das Ende lassen wir jetzt erst einmal sacken. Alter Schwede. In allem gut gemacht, habe ich ein paar übertrieben gezogene Passagen drin waren. Aber in Summe, ja, durchaus gut gelungen. Von der Musik. Also das Spiel lebt von der Musik. Definitiv. Die war teilweise schon sehr bedrückend. Ja, das ist definitiv der beste Part. Viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Alles in allem war es sehr spannend. Und es hinterlässt jedenfalls das Ende hinterlassen, Fadenbeigeschmack. Aber ja,
Ich bin mir sicher, es gibt ein positives Ende für bessere Entscheidungen. In dem Sinne, wir hören uns fürs nächste Let's Play. Danke fürs Zuschauen und tschüss.